Liebe Freundinnen und Freunde unserer Musikschule in Gevelsberg, in den schwierigen Wochen der Corona-Pandemie war unsere Musikschule eine der ersten, die digitale Unterrichtskonzepte für die vielen Schülerinnen und Schüler unserer Musikschule entwickelt hat. Es konnten auf speziell bereitgestellten Unterrichtsplattformen Instrumente erlernt werden oder erworbene Kenntnisse weiter vertieft und lebendig gehalten werden. Ein ganz besonderes Highlight waren beispielsweise auch Wohnzimmerkonzerte, bei denen Schülerinnen und Schüler der Musikschule ihr Können zum Besten gaben und einfach für gute Stimmung und Unterhaltung auch in dieser schwierigen Zeit gesorgt haben. Heute möchten wir Ihnen mit einem kleinen Video einen Rückblick auf das geben, was geleistet wurde und auf das wir heute mit Recht alle sehr stolz sein dürfen. Wichtig, dass wir ganz schnell einen neuen Weg finden konnten, um gemeinsam zu überlegen, was können wir für die Schüler tun, wie können wir für die da sein, wie können wir Unterricht umsetzen und was können wir anbieten alles. Wir waren, glaube ich, ganz schnell und haben direkt eine Zoom-Konferenz, ich glaube nach 3 Tagen schon oder nach 4 Tagen Anfang März gemacht, und keine 2 Tage später hatten auch die Kollegen die ersten Videos und Kleinigkeiten und auch größere Sachen und die Organisation des Unterrichts fertig. Hallo, ich heiße Dayana Morales. Ich hatte nicht lange vor der Quarantäne Unterricht aufgenommen. Dieses Stück habe ich durch den Online-Unterricht mit Polybius gelernt. Die Situation hat von allen, glaube ich, ganz, ganz neue Kreativität verlangt. Die Eltern mussten sich ein bisschen in unsere technischen Möglichkeiten reinfuchsen, und ich glaube, die Schüler waren begeistert davon, dass sie neue Wege gefunden haben, und für alle war es natürlich einfach eine technische Herausforderung, aber letztendlich haben alle einen Weg gefunden, die Schüler, die interessiert waren, auch zu treffen, und das online. Ich bin Alex und habe bei Frau Damm Violinunterricht. Zeit schön, dass wir uns sozial näher kommen, obwohl wir eigentlich Abstand halten müssen. Thank you.
Was sich gezeigt hat, ist, dass je jünger die Schüler waren oder sind beim Unterricht, beim Online-Unterricht, desto mehr Unterstützung brauchen sie von den Eltern. Die Früherziehungslehrerinnen haben regelmäßig ihren Schülern Material zukommen lassen und das können die natürlich nur abarbeiten und benutzen und bei diesen Filmen mitmachen mit ganz viel Unterstützung der Eltern. Hallo liebe Musikmäuse, ich wollte euch mal heute besuchen. Wir haben uns ja schon länger nicht gesehen und da habe ich mir gedacht, ich drehe ein kleines Video für euch und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dort mit singen und mit klatschen und mit stampfen. Wir wollen alle singen, 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 wir wollen alle singen, guten Tag. Wir klatschen für den Hannes, 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 wir klatschen für den Hannes, guten Tag. Wir stehen mit den Fingern dran, brauche ich zum Klatschen, hört euch das mal an. Klatschen, klatschen, hört euch das mal an. Schau einer an, wer kommt denn hier? Ich glaub, das ist ein Raubtier. Die kleine Raupe immer satt, die Hunger, Hunger, Hunger hat. Hallo, liebe Kahn, heute habe ich hier aufgeladen, mit einer Kuh-Material Musik zu machen. Meine Heutrommel! Und meine Ratsche! Meine Steinratte! Hallo Kinder, heute habe ich mal noch eine neue Body Percussion Übung für euch und ich mache sie euch erst einmal vor. So, aber man kann ja nicht nur Musik mit dem Körper machen. Man kann sich zum Beispiel eine Metallschale oder eine Plastikschale holen oder etwas anderes und dann darauf Töne spielen. Kinder, ihr wollt bestimmt auch mit Instrumenten spielen, aber ich weiß nicht, ob ihr welche habt. Aber vielleicht habt ihr Flaschen. Hört mal zu. Von den Lehrern wurde ebenfalls viel Kreativität und vor allen Dingen technisches Know-how gefordert. Zum einen haben verschiedene Instrumente verschiedene Anforderungen, wie die Blechblasinstrumente oder Schlagzeug, die natürlich immer mit der Lautstärke und den perkussiven Elementen zu kämpfen haben, wenn dann die Mikros abregeln zum Beispiel, aber auch gleichzeitig im Blick zu haben, wie funktionieren die Noten, was macht der Schüler gerade und kann ich dann noch mitspielen. Eigentlich hätten wir dieses Jahr noch ein neues Musical für die Jekyll-Abschlusskonzerte konzipiert. Die Kompositionen waren schon fast fertig. Leider können wir das jetzt nicht umsetzen. Aber dafür haben wir einen Corona-Song bekommen. Holzbläser im Homeoffice. Komponiert von einem unserer Lehrer.
zum Wiedereinstieg der Musikschule mussten wir uns natürlich auch viele Gedanken machen, um sicherzustellen, dass immer der Schutz der Kinder und auch der Schutz der Lehrer gewährleistet blieb, aber trotzdem endlich wieder Leben und Musik in die Musikschule kommen konnte. Und so gibt es einen stufenweisen Einstieg, zunächst mit den Instrumenten, die noch keinen Spuckschutz brauchen, bis hin dann hoffen wir, dass wir irgendwann auch wieder in kleineren und größeren Gruppen zusammenkommen können, weil der Sinn und Zweck oder das, was Musik ausmacht, ist das gemeinsame Musizieren. Und das ist unser Ziel, dass wir das irgendwann auch wieder so praktizieren können.